Ja, grüß euch zum Servus Wintersport Podcast heute aus Rottstadt. Ich bin der Philipp Schörkofer. Mein heutiger Gast ist die Bronzemedaillengewinnerin im Skiathlon von den Olympischen Spielen in Peking, Theresa Stahlober. Hi Theresa, schön, dass du da bist. Hi Schörke, danke für die Einladung. Wo kommst du gerade her? Zu Fuß wahrscheinlich irgendwo, oder bist du mit den Longlauf-Ski gekommen? Nein, ich bin zu Fuß von daheim, wir sind in Rottstadt, ist nicht so weit. Ja, war gleich mal da. Ja, Theresa, wann hast du Skifahren angefangen? Oder wann bist du das erste Mal auf die zwei Brettel gestanden? Wie lange ist das? Oder wie lange ist es her, aber wann hast du angefangen? Skifahren habe ich tatsächlich mit 3 schon gelernt. Die Mama war damals Skilehrerin in Rottstadt. Und da hat es uns natürlich gleich, also mein Bruder auch, der ist 1,5 Jahre älter wie ich, gleich mal auf die Ski gestellt. Und da sind wir am Babylift dann in Rottstadt umgezogen. Und dann bin ich gleich mal aber auf die Langlaufski unterwegs gewesen. Hat der Papa dann das übernommen, dass du nicht auf die Langlaufski kommst, nicht auf die Ski, oder wie war das? Nein, das war die Eltern gar nicht so wichtig, was ich jetzt mache. Hauptsache, wir machen irgendwas, eben auch mein Bruder. Wir haben so viele Sportarten ausprobiert, das war jetzt nicht nur Skifahren und nicht nur Langlaufen. Ich war im Tennisclub, ich war lange im Judoverein in Rottstadt früher. Schwimmunterricht bin ich gegangen, also so viele Sachen haben wir ausprobieren können. Und es war einfach die Eltern wichtig, dass wir da mit mehreren Sportarten aufwachsen. Ist eigentlich ein skandinavischer Ansatz. Ich habe jetzt mal was gesehen, in Skandinavien dann genauso, dass man als Kind möglichst viel probiert. Und wann war dann für dich nachher das Langlaufen? Hat er das dann gleich Tag? Oder hast du früher dann auch Skifahren und Langlaufen da? Oder wie war das? Ich bin dann im Langlauftraining immer gegangen. Und es war einfach so lustig im Skiclub. Da waren ganz viele Freunde und Bekannte und da haben wir einfach mehr gespielt. Also Langlaufen ist in jungen Jahren einfach sehr spielerisch. Das ist noch nicht so technisch und nicht so streng. Man muss das und das machen. Und beim Skifahren ist dann doch gleich einmal intensiver geworden. Aber schlussendlich war dann der Spaß für mich wichtiger und bin dann auch bei den Ortsmeisterschaften ja schon mitgelaufen und mitgefahren. Und da hat sich dann schon herauskristallisiert, dass ich halt bei den Langlaufrennen gewonnen habe und bei den Skirennen bin ich Letzte geworden. Und das hat dann auch nicht so viel Spaß gemacht. Aber du hast schon recht. Also meine Kinder habe ich auch erst, bevor Skifahren angefangen haben, für Langlauf-Ski gestellt, weil es ein super Training ist für das Gleichgewicht zum Skifahren. Genau. Also das ist schon, ja. Man soll alles machen, finde ich auch. Ja, haben die dann den Eltern da richtig inspiriert auch für das nachher irgendwann schon relativ früh oder hat das schon ein bisschen dauert, dass du dann auch Spitzensportlerin werden willst oder Langläuferin werden willst? Das ist bei mir dann eigentlich erst in der Oberstufe gekommen, also ich bin ein normales Gymnasium gegangen und dann so mit 17, also kurz vor der Matura, habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, eigentlich will ich das nach der Matura mal einfach probieren, wie weit ich komme, professionell probieren, wirklich Trainingskurse fahren, Rennen laufen und schauen, wie es geht. War das dann auch wichtiger, dass du vorher sagst, ich mache die Matura oder die Schule fertig und dann erst starten mit Spitzensport, oder war das einfach so? Nein, das war eigentlich neben der Schule war es immer noch Hobby. Mhm. Also ich habe das echt hobbymäßig gesehen. Ich habe gewusst, okay, ich will die Schule fertig machen, da sind die Prüfungen und dann kommt erst das Training. Und so habe ich das dann gemacht bis zur Matura. Ja, aber es ist ja trotzdem schräg irgendwie, wenn man dann so spart erst anfangen. Also man muss ja schon gute Voraussetzungen auch gehabt haben. Natürlich für die Eltern hat es Veranlagungen gute zum Ausdauersport, aber das ist jetzt auch schräg für einen Spitzensportler, der was erst dann sagt, zuerst Schuhe fertig machen und dann, also Schwerpunktschuhe hätte es ja auch geben, wo du das gleich alles vereinen kannst, oder? Ja, ich habe mir damals auch Schuhe angeschaut, wo dann die Frage war, okay, mache ich das Gymnasium weiter? Also ich bin damals schon Unterstufengymnasium gegangen und dann, wo halt die Frage war, was mache ich, Oberstufe weiter oder wechsel die in eine Sportschule? Habe mich aber dann doch fürs Gymnasium entschieden, einfach weil ich gewusst habe, ich kann das in 4 Jahren schaffen. Und dann bin ich doch näher wieder oder schneller fertig, als wenn ich jetzt eine längere Schule gehe. Habe aber dann schon auch während der Schule trainiert natürlich. Also ich habe jetzt nicht nur gelernt und halt nichts trainiert, also ich habe schon viel trainiert und bin dann auch schon Rennen gelaufen. Und der damalige Direktor war sehr zuvorkommend, hat mir auch oft freigegeben. Also gerade so wie Schulskitag bin ich natürlich nicht gegangen oder Faschingsdienstag bin ich auch daheim geblieben, dass ich dann trainieren habe können. Also das war schon vor der Schule auch ein sehr großes Entgegenkommen. Und was, wenn ich dich jetzt frage, was ist so faszinierend an Langlaufen für dich? Was ist das? Ich habe jetzt auch Langlaufen angefangen. Aber was darfst du sagen, was fasziniert dich am meisten an dem? Dass man einfach draußen in der Natur sie bewegen kann, dass es einfach ein Ganzkörpertraining ist. Du musst gar nicht lang gehen, du gehst eine Stunde und hast eigentlich den ganzen Körper trainiert. Es ist auch nicht nur Ausdauer, es ist auch die Kraftkomponente sehr wichtig und das macht es einfach sehr spannend. Stimmt, also ich habe das auch erfahren dürfen, das ist sehr, sehr anstrengend. Ja. Eine halbe Stunde reicht eigentlich auch schon. Aber was denkst du, also wenn du jetzt ein Rennen hast, 20 Kilometer, 10 Kilometer, das dauert ja eine gewisse Zeit. Beim Skifahren ist ja das noch 1 Minute, 2 Minuten vorbei. Aber was denkt man so während den Wettkampf? Und was denkst du die ganze Zeit?
da ist man eigentlich so im Flow, dass man da jetzt gar nicht an andere Sachen denkt. Also du denkst, da bin ich wirklich nur beim Rennen selber. Okay, war es jetzt die Runde, kommt jetzt der Anstieg, kommt die Abfahrt, ist es Einzelrennen oder Massenstart, da sieht man sowieso immer, wo man gerade umgeht. Also da bin ich eigentlich ganz beim Rennen. Also immer fokussiert auf das, was du gerade tust dann. Aber so einen langen Rennen, weil es gibt bei Bayer auch so 50 Kilometer Rennen heuer, oder? Weißt du, das so in Oslo da zum Schluss einmal, oder? Ja, genau. Glaubst du also, sowas, oder? Sowas Langes. Oslo da kannst du ja nicht die ganze Zeit konzentriert sein, oder? Oslo ist heuer neu. Ja, das habe ich gelesen. 50 Kilometer, also sie haben ja die Distanzen bei uns angepasst. Also wir laufen gleiche Distanzen wie die Herren. Das hat es nicht gegeben. Bei uns war die längste Distanz eigentlich immer 30 Kilometer. Und jetzt laufen wir erstmalig 50 Kilometer. Also das wird schon sehr spannend. Ist das dann bei der WM dann auch? Gibt es das bei der WM auch dann 50 Kilometer zum Schluss? Bei der nordischen Ski-WM? Bei der WM heuer in Planitzer sind noch die alten Distanzen. Aha. Das haben sie nur so lassen, weil das natürlich schon länger geplant ist. Also da laufen wir noch Skihirtl und 15 Kilometer, Einzelrennen 10 Kilometer und dann am Schluss ein 30er. Und genau, sie wollen es dann für die Weltmeisterschaften dann 2025 wollen sie es dann vermutlich anpassen, dass wir da dann einen 50er laufen. Das ist ja die neue Ski-WM nicht mehr weit hin nach Planitzer. Den World Cup lässt jetzt aus, habe ich gehört, den letzten. In Frankreich ist ja super gelaufen. Wie bereitest du jetzt genau vor auf die WM? Wie ist da der Plan für dich? Also eigentlich habe ich schon vorgehabt, dass ich eigentlich nach Doblach noch vor eben jetzt den Weltcup noch laufe, aber ich war nach der Tour de Ski bin ich krank geworden und es hat sich doch sehr lang gezogen. Also ich war 14 Tage nicht fit, habe nicht viel trainieren können, bin dann in Frankreich mehr oder weniger quasi ohne Training rausgelaufen. Ist zwar sehr gut gegangen, aber ich habe dann schon gemerkt, okay, mir fehlt ein bisschen die Kraft, ich brauche einfach Trainingseinheiten wieder. Und habe dann gesagt, okay, Doblach macht jetzt für mich keinen Sinn und ich werde mich jetzt länger halt ein bisschen auf die WM vorbereiten, gerade weil die WM einfach für uns das Wichtigste ist und ich da natürlich vorne mitlaufen will. Ich werde nächste Woche auch nach Planitzer fahren, solange die Strecke noch offen ist, mir die Strecken anschauen. Also ich bin schon mal gelaufen in Planitzer, das ist aber auch schon mehrere Jahre her, also jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Sie haben es ein bisschen verändert, werde mir das anschauen und werde dann noch einige gute Trainingseinheiten machen, bevor es dann losgeht. Tut man das selber als Langläufer, dass man sich vorher die Strecken anschaut, dass man das kennt, wo es Anstiege sind, Abfahrten, keine Ahnung, tut man das immer. So wie beim Skifahren auch, wenn man oft einmal irgendwo mal hinfährt, auch Kitzbühel oder egal wo, dass man die Strecken kennt, tut man das als Longlife auch? Also normal hat man immer, wenn jetzt ein Weltcup ist oder WM, hat man immer die Trainingstage, die offiziellen, wo man sich das dann alles anschaut. Jetzt ist es einfach so, weil Planitzer so nah ist, also das ist ja für uns fast ja Heim-WM, ich fahre keine 2 Stunden hin. Das ist schon richtig klasse und da habe ich gesagt, da fahre ich mal runter. Schauen wir die Strecken genau an. Es sind sehr kurvenreich. Weißt du, da ist immer die Frage, wie man Schwung mitnimmt und dass man sich das dann gut anschaut. Aber liegst du, glaubst du, die Strecken? Es ist nicht so schwer wie jetzt Peking oder Oberstdorf, also die letzten 2 Großereignisse. Ich mag ja schon sehr gern ganz schwere Strecken, da tue ich mir leichter. Also auch technisch, was betrifft, wenn es schwere Abfahrten sind und so, weil du da gut bist oder weil es einfach, wenn es zacher wird, du deine Stärke ausspielen kannst? Genau, also wenn sehr viele Höhenmeter zu absolvieren sind, da bin ich einfach gut, da komme ich einfach leichter an den Berg rauf. Planitzer ist, sag einmal, es liegt so dazwischen, es ist jetzt nicht leicht, aber auch nicht halt voll schwer. Aber ich freue mich drauf, es werden sicher spannende Rennen werden. Das ist ja die größte Sportveranstaltung, was Slowenien je austragen hat. Das wird sicher geil, weil die Stimmung ist ja immer beim Skispringen halt mega. Ja. Also muss ich vielleicht sicher auch, dann wirst du dich auch schon gefreuen, oder? Ja, und ich glaube jetzt nach der Pandemie endlich beim Großereignis wieder Zuschauer. Ich glaube, dass schon einiges los sein wird. Bei uns ist es auch so, dass genau am ersten Wochenende in Villach die österreichische Schüler- und Jugendmeisterschaft stattfindet. Jetzt haben die am Samstag sich extra freigenommen, oder halt keinen Bewerb, die laufen Freitag und Sonntag und kommen dann am Samstag zum Main-Skiathlon, also das sind auch, weiß nicht, 200 Leute oder so, die Kids, und das ist richtig cool, wenn die das auch mal sehen können und der Nachwuchs die Stars einmal zuschauen kann. Ist das für dich dann auch, wenn eine WM kommt oder jetzt so wie letzte Olympischen Spiele, mehr Druck dann natürlich, weil die Aufmerksamkeit steigt bei einer WM, oder hilft dir jetzt da deine Medaille, was du letztes Jahr gewonnen hast bei den Olympischen Spielen, dass du denkst, ja, ich habe schon so ein Ding daheim? Es ist schon einerseits leichter natürlich, weil man weiß, man hat schon was erreicht, aber andererseits will man natürlich ja wieder was erreichen. Sonst hätte ich ja schon aufgehört oder würde ich das gar nicht machen. Also meine beste Platzierung bei einer WM ist ein 4. Platz, eben bei der letzten WM 2021, da bin ich 4. und 5. geworden. Habe schon so viele Top-10-Ergebnisse bei Weltmeisterschaften erreicht, war noch nie am Podium und da ist einfach das Ziel, trotzdem mal am Podium zu stehen. Und ich glaube, in Druck macht man sich aber auch selber. Man hat seine eigenen Ziele und die will man einfach erreichen.
Ist dann für dich ganz klar, Medaille ist Ziel? Mein Ziel ist, um eine Medaille zu laufen. Meine Saison war am Anfang ein bisschen durchwachsen. Also ich bin nicht so richtig gut reingekommen, gerade im Dezember bei der Tour de Ski. Und jetzt in Frankreich habe ich, ja, ich glaube, 5 Top-8-Ergebnisse erreicht. Zähle jetzt nicht zu den Medaillen-Favoritinnen, einfach weil ich heuer nicht am Podium war, so ehrlich bin ich. Und, aber ich glaube, dass ich beim Großereignis bin ich ja die letzten Jahre immer immer gut, also immer Top 10 halt gelaufen, aber eben, dass du aufs Podium kommst, das ist natürlich schon schwer. Also. Aber der Weg geht ja jetzt genau dahin wieder. Also die Form steigt. Also jetzt stehst du besser da wie noch vor einem Monat oder anderthalb. Das auf alle Fälle. Also ich bin jetzt sicher zuversichtlicher, als wie jetzt noch im Dezember. Da war es ein bisschen schwierig, da habe ich nicht einmal gewusst, ob ich die Tour de Ski überhaupt durchlaufen kann. Aber eben, wie gesagt, für Medaille muss alles zusammenpassen. Tagesverfassung, das Material muss passen, die Strecke, also der Rennverlauf. Ja, aber ich glaube, gerade im Skiathlon am ersten Samstag und beim 30er, also die längeren Distanzen, dass ich da schon ja, vorne mitlaufen kann. Jetzt würde ich aber gerne noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. 2018 da, Pyeongchang, ich war weder wert Jahre auf, das ist eh klar. Aber ich weiß, das auch noch, da habe ich dazugeschaut im Fernsehen und dein Papa kommentiert und nachher laufst du da so gut und dann verlaufst du dich da. Wie ist das zugegangen? Das ist eine gute Frage, ja. Das war einfach, ich bin so gefreut auf das Rennen. Also ein 30er klassisch ist für mich ein Herzensbewerb. Liebling, oder was? Lieblingsbewerb? Ja, also klassisch generell ist die Technik, die was ich halt lieber habe oder super mag. Und der 30er ist, ich bin immer schon oft gut mitgekommen, aber gerade am Schluss, es hat immer noch nicht so richtig aufgewollen. Also ich habe eigentlich im Skiathlon meine besseren Ergebnisse. Oder 30er, das ist so, da möchte ich mal vorne mitlaufen. Und an dem Tag hätte alles gepasst. Also da hat meine Form gepasst. Wir waren ja schon 3 Wochen dort, das war schon richtig lange. Aber ich war so motiviert und es war ein schöner Tag, es war Sonnenschein. Und wir haben super Ski gehabt, super Material. Und damals beim Rennen selber, da haben ja einige Nationen haben wirklich gekämpft mit Material. Und ich bin dann, also im Rennverlauf ist alles gut gegangen. Ungefähr bei 20 Kilometer haben wir dann einen Skiwechsel gemacht. Also beim 30er darf man ja einmal den Skiwechsel, weil einfach das Wachs dann abbaut und der Ski längs immer wird. Wann du willst, kannst du das da? Ja, es gibt immer Möglichkeiten. Also das wird dann bei der Mannschaftsführersitzung halt bekannt gegeben. Man kann entweder nach jeder Runde in die Wechselzone laufen oder je nachdem. Und dann bin ich da mit den Finninnen in die Wechselzone gelaufen. Ich habe dann vorher schon gemerkt, okay, Schweden kämpft ein bisschen mit dem Ski, die Bergen war schon weit weg und wir sind ja dann waren so quasi ab Platz 2. Haben dann gewechselt und bin dann mit dem neuen Ski weggelaufen. Haben mir gedacht, Wahnsinn, der geht halt super, gell? Und dann war ein Anstieg. Dann habe ich da die Finnen überholt, die Finninnen, und bin eigentlich als Erste in die Abfahrt gefahren. Und dann ist mir das Missgeschick passiert. Wir sind ja damals auf einem Golfplatz gelaufen. Es waren 2 verschiedene Runden, glaube ich, zum Absolvieren. Und ich war so im Flow drin, weil man dachte, das ist heute der Tag, oder? Ich habe eine super Form und es passt alles. Und war halt da 1 Sekunde nicht bei der Sache und bin dann falsch abgegangen. Und bin dann noch den Stieg aufgelaufen und erst dann, wo ich dann bei dem Hupfer da schon oben war, wo ich dann gesehen habe, in der Coachingzone stehen keine Coaches. Bin erst draufgekommen, falsche Runde. Und ich habe auch keinen Schreien gehört, weil da haben sie schon geschrien, ich bin falsch, und bin dann noch runtergefahren und dann habe ich mich gar nicht mehr ausgekannt. Ich habe mich ja dann nachher, weiß ich gar nicht, ob man das im Fernsehen so gesehen hat, habe mich dann im Stadion noch einmal so quasi mehr oder weniger verlaufen, weil ich habe mich nicht mehr ausgekannt. Also warst du dann voll? Ich war dann nicht mehr, weil was ist jetzt passiert, und zuerst so gut gelegen und dann hinten nach. Und ja, bin dann schlussendlich 9. geworden. Und habe mich dann, ja, ich habe mir dann einfach selber die Frage gestellt, dass mir das passiert ist. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich war 3 Wochen. Bitte, das ist ein Traum, ja, oder so. Genau. Also ich war 3 Wochen dort und du kennst die Strecken. Also es hat ja nur die Strecken gegeben, es hat nichts anderes gegeben, aber das halt, waren halt damals 2 Runden zum Laufen und ich hätte halt gerade runterfahren müssen und ich bin aber abgehoben. Und das war dann, ja, war ein Erlebnis, aber es gehört halt einfach zu meiner Geschichte dazu. Ja, ja, es ist ja dann Gott sei Dank 4 Jahre später, hast du ja nachher alles zurückgekriegt, mehr oder weniger. Ja. Das muss ja dann mega gewesen sein, oder? Weil du nachher da in Peking die Bronzemedaille gewinnst. Also Peking war richtig speziell. Gerade vorher habe ich eine schwierige Anreise gehabt. Ich habe ein paar Tage vor dem Charterflug einen positiven Corona-Test oder ein positives Ergebnis eigentlich bekommen. Man hat ja in den letzten, weiß nicht, Stunden 2 Tests abgeben müssen und da war einer bei mir eben positiv.
Und da bin ich da schon mal eigentlich aus allen Wolken gefallen, weil wir haben daheim so aufpasst und ich habe generell keine Leute getroffen, gar nichts. Und habe mich auch nicht krank gefühlt. Das war eigentlich das. Und dann war es klar, okay, ich darf nicht mitfliegen mit dem Charter. Und dann habe ich ja für China, für die Einreise, habe ich dann in den letzten 5 Tagen, ich glaube 4, negative PCR-Testen abliefern müssen. Dann habe ich das alles nur durchlaufen und habe dann Gott sei Dank fliegen dürfen. Bin dann am Mittwoch angekommen. Und dann war Samstag schon der Skiathlon. Der Papa hat eigentlich gemeint, wer weiß, ob du den Skiathlon überhaupt laufen sollst. Ist gescheiter, du akklimatisierst dich mal und bereitest dich dann auf den Zehner vor. Und ich habe gesagt, nein, Papa, den Skiathlon, den laufe ich, egal wo es ist. Und dann ist halt der Samstag gekommen und dann bin ich beim Frühstück gesessen mit der Physio. Und dann habe ich zu ihr gesagt, boah, ich bin noch so im Jetlag rein, ich bin so müde, ich fühle mich überhaupt nicht bereit eigentlich für das Rennen. Und dann habe ich gesagt, wurscht. Ja. Ich probiere es einfach, weil ich habe ja noch Chancen. Also das hat mich schon immer aufgebaut, es sind noch andere Bewerbe auch noch. Und ja, dann ist das Rennen gekommen und das ist von Anfang an super gelaufen. Also da wir haben ein perfektes Material gehabt. Es waren ja schon sehr schwierige Verhältnisse. Es war brutal windig, also richtig stürmisch und kalt. Also voll der stumpfe Schnee sozusagen, oder? Ja, oder wie ist das gewesen? Ganz stumpf. Es war sicher, die Trainingstage waren sicher noch ein bisschen länger. Beim Rennen hast du natürlich dann einen hergerichteten Ski, ist mir beim Rennen gar nicht so langsam für gekommen. Aber hat dir dann die Vorbereitung einfach auch den Druck und die Lockerheit gegeben dann auch für den Skiathlon, wo du dachtest, den Lauf jetzt einfach probieren wir, starten wir mal rein in die Olympischen Spiele, weil du hast ja noch mehr. Genau. Und dann ist gleich das passiert. Genau, also so war es auf alle Fälle. Ich war mit dem Kopf noch gar nicht beim Rennen. Ja. Da war es am Anfang eher, weil hoffentlich komme ich nach China um mich überhaupt. Hoffentlich bin ich dort dann nicht noch einmal positiv, weil das schwirrt ja doch ein bisschen mit, obwohl ich mich eigentlich, ich habe keine Symptome gehabt. Also es war dann auch, hat sich herausgestellt, dass das ein falsch positiver Test war, dass eigentlich nichts war. Ja, und das hat mir dann sicher die Lockerheit gegeben. Was hat sich alles verändert jetzt seitdem für dich? Also, viel verändert hat sich nicht. Sicher haben mich total viel drauf angeredet. Und es haben sich so viel damals auch mit mir mitgefreut, weil das einfach von 2018 jeder noch gewusst hat. Und glaube ich auch viele näher gemeint haben, dass ich überhaupt nochmal eine Medaille erreicht, dass ich nochmal in so einer Form bin. Und also ich wäre schon sehr oft darauf angeredet. Aber sonst hat sich nichts verändert. Nicht? Schaust du das jeden Tag ohne Medaille oder nicht? Oder hängst du irgendwo, wo du sie siehst? Nein. Sie liegt im Wohnzimmer, aber ist noch im Schachtel 3. Du hast ja heuer im Sommer dann auch verletzt ein bisschen, oder? Schienbeinkopf. Genau. Hat das beeinflusst heuer in der Vorbereitung auch, oder wie? Also es ist im Mai schon passiert. Eigentlich, ich habe glaube ich 3 Wochen trainiert und dann ist es passiert. Am Anfang tippst du natürlich sicher an, dass du verletzt bist, aber es hat mir dann auch, da hat mir auch die Medaille, die Lockerheit gegeben, dass ich sage, ja, du, es ist jetzt erst Mai und Juni und wenn ich dann im Juli wieder anfange, das ist genug Zeit. Sicher habe ich Trainingseinheiten und Umfänge verloren dadurch, weil ich einfach nicht das trainieren habe können. Aber im Endeffekt habe ich eigentlich das Beste daraus machen können. Also, und es ist alles gut verheilt, habe keine Probleme mehr damit. Wie ist es eigentlich bei dir? Wie viele Stunden Training, Ausdauer macht man als Langläuferin? Wie ist das? Also bei im Sommer mehr Ausdauer wahrscheinlich, oder Grundlagen und so weiter, aber wie viele Stunden sind das so? Also im Jahr gesehen sind es bei mir ungefähr 750 Stunden. Das ist aber, da bin ich eher im unteren Bereich. Also es gibt auch sehr viele von meinen Konkurrentinnen, die was eben bis 900 Stunden oder aufwärts sogar trainieren. Also bei mir ist eine Woche so bis 25 Stunden. Je nachdem, was für Woche gerade ansteht. Normal 3 Wochen Training, 1 Woche ist dann Regie, also Regenerationswochen ist aber auch genauso 8 bis 12 Stunden. Und weil du gerade sagst, 3 Wochen trainieren, 1 Woche Regeneration, ist das jetzt für dich vor Plan jetzt auch genauso ein Block, was du jetzt machst? Weil schon andere nachher, weil nachher nicht Regeneration ist, sondern Rennen. Oder baust du das auch so blockmäßig auf, dass du dann genau nachher, wenn die WM da ist, also in Form bist? Im Winter ist es immer ein bisschen anders, weil du halt schauen musst, wie waren die Rennen? Bin ich schon gut drauf? Hat das funktioniert, was ich gemacht habe? Oder muss ich was umstellen? Also ich habe heuer gerade auch vor der Tour de Ski mein Training ein bisschen umgestellt, habe wenig Umfang gemacht, habe viele kurze, ganz harte Intervalle gemacht. Und jetzt ist es halt auch wieder so, dass ich 3 Wochen, 1 Woche, das geht jetzt gar nicht mehr aus, sondern ich mache halt jetzt ein bisschen mehr Umfang die Woche und nächste Woche und werde dann kurz verplant. Jetzt muss ich aber dann wieder rausnehmen, dass ich einfach dann frisch bin. Genau. Wie viel Laktat hat man noch so einem Langlaufrennen? Also ich bin... Es sind ja alle, weil Fetzen hin im Ziel, also da liegt ja jeder nur mehr umeinander.
Wie ist das? Du bist ja völlig am Ende. Bei mir ist es so, dass ich gar nicht so viel Laktat produzieren kann. Ja. Also das Höchste, was bei mir mal gemessen worden ist, ist 14 Laktat. Das hat man auch nach so einem Rennen wahrscheinlich. Also nach dem Rennen misse ich gar kein Laktat, weil ich muss ja im Rennen sowieso alles geben, aber halt in Trainingseinheiten, gerade wenn ich jetzt mich vorher ausbelaste im Training, da war jetzt eben 14 einmal das Höchste, aber da gibt es ja auch andere. Genau, für eine Voraussetzung, was du produzieren kannst, ja, aber da bin ich eher nieder, ich habe auch nicht so einen hohen Maximalpuls. Also. Okay. Und was tut man nachher rennen, dass man für den nächsten Tag wieder fit ist? Gehst du nachher, wie die Radfahrer gehen, nachher nur ausradeln ewig lang? Tust du das auch? Tust du den Langlaufen oder tust du dich anders auslockern, dass du wieder für den nächsten Tag parat bist? Weil, stell mir vor, du bist ja völlig am Ende. Also. Ja, genau. Also gerade bei der Tour ist es immer wichtig, wo man ja, jetzt heuer waren ja 7 Rennen in 9 Tagen, wo dann so viele Rennen wieder sind, dass man sich schnell erholt. Gerade nach dem Rennen ist sowieso wichtig, noch mal ein bisschen auslaufen gehen, ob das zu Fuß ist, ob das auf die Ski ist, ob das am Ergometer ist. Mhm. Das ist jedem dann selbst überlassen. Wichtig ist auch, dass du halt gleich einmal die Speicher wieder auffüllst, dass du nach dem Rennen in der ersten Stunde nachher gleich einmal essen gehst, was du gut vertragst. Dann Physiotherapie natürlich auslockern und dann oft am Abend oder am späten Nachmittag auch nochmal ein bisschen auslaufen oder ich tue eben gerne Ergo fahren, das hilft mir am meisten zum Auslockern. Also da sind die Sachen ganz unterschiedlich. Aber es ist immer wichtig, dass man sich schnell erholt. Wie viel ist da so? Da musst du reinschöpfen, was geht? Wahrscheinlich, oder? Es ist nach am Rennen, ist der Morgen schon sehr beleidigt. Ja, also da kannst du gar nicht so viel essen. Ja. Das ist gleich auch wie mit dem Schlafen. Nach dem Rennen kommst du da gar nicht so runter. Genau, ja, da ja, weckt es mich bitte, so das ist ein Traum also oder so. Der Tag nachher. Also muss man, nach dem Rennen muss ich mich schon oft zwingen zum Essen. Dein Papa ist ja dein Trainer auch gleichzeitig. Wie ist das so das Verhältnis? Du kennst von Marcel die Seiten, wenn ich mit dem Pferdl oder so, bei dir mit Alois, wie ist das so? Ist das dann, Papa ist ja daheim und da ist er dann der Trainer. Sagst du dann Alois zu ihm oder sagst du auch wie Papa? Nein, ich sage immer Papa. Also. Nein, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, generell ein sehr gutes Familienverhältnis. Und mir war das immer wichtig, dass ich einen Trainer habe, der was das selber auch gemacht hat, der was selber auch weiß, wie das ist, wenn man Erfolg hat, wenn man Niederlagen hat, wenn man müde ist, wenn man in Form ist, dass man, der weiß, wie das Gefühl ist einfach. Und jetzt arbeiten wir schon so lange gemeinsam und er weiß einfach, wann er was sagen kann oder wann er schaut mich an in der Früh und sieht, wie ich drauf bin, was wir heute machen oder was möglich ist. Und ja, ich glaube, so das Blindverstehen ist da einfach sehr wichtig. Ist dann oft anstrengend, dass dann auch der Papa dabei ist, so mehr oder weniger, oder ist das... Was ich meine? Ja. Zu viel oft Kontakt dann auch, weil oft ist es angenehm, wenn der Trainer wer andere ist, sage ich mal. Und dann es ist sicher schwieriger, wenn du mit den Eltern zusammenarbeitest. Mhm. Aber wir sind eigentlich immer gut ausgekommen. Also sicher diskutierst du. Und irgendwann hast du mal verschiedene Meinungen und irgendwann geht der andere mal auf die Nerven. Also das ist eh logisch. Aber dann, bei uns ist es so, dann kriegst du einen Freiraum. Oder dann weißt du, okay, jetzt passt es, jetzt treffen wir uns mal nicht, haben wir keinen Kontakt oder so und nachher passt es wieder. Und dann, aber so bin ich eigentlich sehr happy, dass er das mit mir macht, weil ich glaube, es ist für ihn auch nicht leicht. Nein, aber halt, wie soll ich sagen, wenn sein Dirndl so gut ist und das ist für ihn dann auch richtig cool wahrscheinlich, wenn er die trainieren darf. Also, ja, es ist, so ist halt super, weil wir so ähnlich sind. Ich komme eigentlich genau, ich bin genau wie der Papa. Ja. Also das ist circa oft und ja, es macht für ihn, macht ihm einfach Spaß. Bei dir ist ja generell cool, finde ich, jetzt ist dein Papa der Trainer und deine Mama ist deine Mama, aber auch deine Chefin von der ÖSV. Wie ist das so für dich dann? Wie hast du das empfunden, wie nachher deine Mama auf dem ÖSV-Präsident geworden ist, Präsidentin geworden ist? Ja, die Mama hat mich angerufen und hat halt gesagt, dass das jetzt ansteht und was, ob sie es machen sollte. Und also sie fragt, oder? Und ja, sie hat natürlich mit dem Papa und auch mit meinem Bruder, mit mir halt. Und ich war gerade beim Training und normal rufen die Eltern beim Training, wenn sie halt nicht dabei sind, nicht an. Und ich mache jetzt, okay, dann hebe ich halt ab. Und ja, die steht an und dann habe ich sofort gesagt, ja, das musst du machen. Weil es einfach, die Mama lebt halt auch für den Sport. Der taugt das, sie war immer im Sport drinnen. Auch jetzt dann mit Kader, wo es Sportler dann am Weg dann nach der Karriere unterstützt hat. Und dann habe ich gesagt, Mama, das machst du. Also sie hat meine volle Unterstützung gehabt und ja, ist schon.
Speziell jetzt daheim. Speziell. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Also ich kriege ja die Frage oft gestellt, wie das so ist, eben Papa als Trainer und Mama Präsidentin, aber es hat sich nichts geändert. Das sind immer nur meine Eltern und daheim sind das einfach, ist das Mama und Papa und nicht Präsidentin. Und der Papa ist ein sportlicher Leiter auch noch Langlauf. Das ist da gar nicht so ein Thema. Aber ist da gleichzeitig doch cool, wenn das jetzt meine Mama macht, dann kriegt das Langlauf auch wieder ein Standing. Also hat ja ein Standing, ist ja schon klar, weil jetzt gegen Skifahren vielleicht ist früher mal ein bisschen runtergegangen worden, jetzt, oder von der Unterstützung her, also dann auch doch cool, das kommt jetzt auch für uns Langläufer und Langläuferinnen eine gute Chance sein, wieder da was aufzubauen. Ja, auf alle Fälle, dass wir jetzt nicht nur die Langläufer, sondern alle anderen Sparten, nordischen Sparten, aber sei es, keine Ahnung, Snowboard etc., sagen wir mal die kleineren Sparten, auch einfach die Aufmerksamkeit und Wertschätzung kriegen. Und das, glaube ich, hat die Mama schon... Ja, macht sie, glaube ich, schon ganz gut. Wenn man so trifft überall und sie ist richtig Sportlerin noch. Ja. Also selber halt auch war, aber das finde ich eigentlich cool bei einer Präsidentin. Ja, genau. Und dann hat halt sie selber als Mama zweier Sportler, also mein Bruder war ja auch selber bei Olympia dabei und ich weiß halt auch, wie das ist, wenn die Kinder Leistungssport betreiben, wenn es nicht so läuft, wenn einmal kein Kind oder im Kader ist. Also mein Bruder und ich, wir waren ja beide mal nicht im ÖSV auch und wie das ist, wie hart man da kämpfen muss, dass man auch abgesichert ist, wie das ist mit Bundesheer und so weiter. Also die hat selbst einiges durchgemacht und darum kann sie sich ja sehr in andere Familien hineinversetzen, wie das ist, wenn es einmal nicht so läuft oder wenn man verletzt ist. Mein Bruder hat lange mit einer Rückenverletzung gekämpft. Also, Stimmt, das ist sicher perfekt. Die konnte ich dann genau mitfühlen, was andere Familien dann auch durchmachen. Und sie weiß genau, wie das ist, wenn Kinder vom Wochenende heimkommen und nicht das erreicht haben, was sie sich vorgestellt haben. Wo es einmal nicht so gelaufen ist. Die sehen ja viel nicht. Viele sehen immer nur den Erfolg, wenn das Wochenende super war, gewonnen oder sei es, egal bei was für ein Rennen. Aber dass viele heimfahren und sie denken, für was tue ich das eigentlich? Das ist alles, kostet alles so viel Nerven und finanzielle Mittel sowieso. Und dann habe ich nichts davon. Ja, man hat ja de facto viel öfter Misserfolg wie Erfolg. So war es ja bei mir. Genau, auf alle Fälle. Die Erfolge dann, die sind ja viel weniger. Die öfter denkt man an die, schon für das machst du einmal nochmal oder so. Wäre bei dir gewesen sein, 2018 hast du dich verlaufen, hast du gedacht, komm ich nochmal in so einer Form, dass ich nochmal eine Medaille gewinnen kann. Ja. Also wie oft ich vom World Cup heimgefahren bin und mir gedacht habe, das ist alles Zach. Theresa, wir kommen fast schon zum Schluss. Es geht aber schnell vorbei, die halbe Stunde. Zum Schluss haben wir aber einen Assischmeißer, heißt das? Das heißt, du erzählst uns jetzt eine Geschichte von dir, was peinlich ist, was du jetzt noch nie so vielleicht in die Medien erzählt hast. Irgendwas witzig, muss gar nichts mit Sport zu tun haben, aber irgendeine coole Geschichte von dir hast du eigentlich für uns. Also ich glaube, die peinlichste Geschichte, was ich habe, Björn Schrank. Die haben wir schon erzählt, weiß ich gar nicht. Man, beim Feiern hat es schon das eine oder andere gegeben. Was? Das ist dann... und die Langläufer von da so aus, da wird man... Ja, und die Langläufer vertragen ja nichts. Das ist ja das. Schon, die habe ich schon ein paar andere gesehen. Die trinken so selten und dann Saisonabschluss oder beim Großereignis nachher ist halt schon immer ein bisschen härter. Da, ich glaube, einmal, wann war das? Da waren wir in... Junioren-WM, ich glaube, mein zweiter Junioren-WM, da bin ich 18 geworden, also mein 18. Geburtstag. Das war dann als Abschlussfeier und dann sind wir halt bei meinem Geburtstag dann heimgeflogen, waren wir in Estland. Und haben wir halt am Abend schon gefeiert, wenn du da nicht daheim bist und dann wirst du 18 auch noch, wird das natürlich gefeiert. Ich habe da auch, meine, die Rennen waren so lala, war nicht schlecht, aber jetzt auch nicht ganz der Burner. Und da waren wir im Otti-Bubi und dann ist halt auch haben wir doch einiges getrunken, beziehungsweise habe ich sowieso, ich vertrage sowieso nichts, also ich brauche gar nicht viel. Am nächsten Tag, als ich bin dann aufgewacht, habe ich mich gar nicht ausgekannt und sind sie dann in unser Zimmer reingekommen mit einer Torte und also die anderen Longlife und mit Kerzen und dann habe ich die Kerzen ausgeblasen und dann ist halt der Feueralarm losgegangen. Wow. Und ich dachte, na super, das muss ich jetzt zeigen und der ist dann, ich glaube, lang gegangen, aber dann haben sie ihn eh ausgestellt. Und dann bin ich runter, weil wir dann abgereist sind und dann hat der Trainer hat dann zu mir gesagt, ja, jetzt hat wegen mir die Feuerwehr kommen müssen, ich muss jetzt 400 Euro zahlen. Und ich habe so angeschaut, nein, das gibt es jetzt aber nicht, mir war das viel zu peinlich und habe gedacht, das kann jetzt nicht sein. Und habe ihm das auch noch geglaubt, dabei hat er mich noch verarscht. Das aber das waren so Jugendzünden. Ja, danke, Theresa, für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Für die WM und für die restliche Saison. Danke.